Guten Tag, wie geht es Ihnen? Also heute, ich will Ihnen über etwas sehr Wichtigeres sprechen. Und nämlich, das ist Lernen und Lernen. Aber wie Sie wissen, die Schüler stellen viele Fragen. Und das ist sehr wichtig, dass die Lehrer die Antworten kennen. Beim Unterrichten müssen Sie ständig lernen, um die Neugier und den Wissensdurst Ihrer Klasse zu befriedigen. Ob Sie Ihre Fähigkeiten in allen Fächern verbessern oder Ihr Deutsch verbessern können, Ihre Wissensdatenbank wächst stetig. Lernen wird Ihnen helfen, indem es Ihnen mehr Selbstvertrauen im Unterricht gibt. Das ist nicht alles. Sie lernen nicht nur interessante Themen, während Sie unterrichten, aber Sie erwerben auch viele andere unschätzbare Fähigkeiten. Sie lernen Disziplin im Unterricht, Sprechen in der Öffentlichkeit, Präsentationsfähigkeiten, Management und Führung. Es ist wahr, dass die Ursachen der Entmutigung zahlreich sind, aber sie dürfen die Quellen des Stolzes nicht verderben, um das Glück zu gewinnen. Also Lehrer zu sein, muss man nur die negativen Aspekte des Berufs beiseite lassen und seinen hellen Teil behalten. Sprechen Sie mit Ihren Schülern über Ihre Anstrengungen. Erzählen Sie, was Sie das Schöne am Beruf des Lehrers ist, ob täglich oder langfristig. Ihr müsst stolz darauf sein, die Jugend zu lehren und zu erziehen, die die Zukunft der Nation darstellt. Sie müssen stolz sein, einen positiven Einfluss auf das Leben der aktuellen Schüler zu haben. Und stolz auch, wenn Sie ehemalige Schüler sehen, die Ihnen sagen, dass sie markiert haben, oder wenn Sie den Weg sehen, den Sie zurückgelegt haben. Es ist eine große Freude zu sehen, dass Sie einen Unterschied machen können und eine Veränderung im Leben Ihrer Schüler zu verursachen. Sie bringen ihnen den Geschmack zu lernen, neue Kenntnisse zu entdecken und ihre Kreativität zu entwickeln. Sie haben die Möglichkeit, ihre Neugier und Denkfähigkeit zu wecken. Was für ein Vergnügen, was für einen Spaß, einen Schüler auf dem Arbeitsplatz oder Arbeitsmarkt, Entschuldigung, zu sehen und stolz auf seine Wahl zu werden. Und das ist unzahlbar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich sage euch am nächsten Mal Tschüss.